Servus und herzlich willkommen zum Podcast der Jungen Union Bayern, der JU Politik Arena. Hier besprechen wir die wichtigsten politischen Ereignisse, vor allem was für unsere jungen Hörer relevant ist und unsere Positionen dazu. Ich bin Julia und mein Gast heute ist Feline Blees. Hallo Feline. Hi, Christi. Wir haben einen kleinen Einspieler für dich vorbereitet und den hören wir uns jetzt gleich mal an. Meine sehr geehrten Damen und Herren, halten Sie Ihre Kuhschellen fest und machen Sie sich bereit, denn hier kommt die ultimative Verkörperung allgäuerischer Leidenschaft, Feline Blees. Diese Dame ist nicht nur das wirtschaftliche Mastermind hinter der Jungen Union Bayern, nein, sie ist gewissermaßen das heilige Kälbchen des Allgäuer Braunviehs höchstpersönlich. Mit ihrem Listenplatz 13, inspiriert von der Lieblingsnummer der unvergleichlichen Taylor Swift, steht Feline bereit, das Europaparlament zu erobern und es mit unverkennbarem Charme des Oberallgäus zu überfluten. Bekannt für ihre hartnäckigen Argumente und ausgefeilten Ideen im Städter Stadtrat, wo sie sich als Wirtschaftsreferentin einen Namen gemacht hat, möchte sie nun ihren Kampf für das Allgäuer Erbe auf die europäische Bühne bringen. Auf dass der Duft frischer Kuhfladen schon bald durch die Gänge des Europäischen Parlaments wehe. Herzlich willkommen, Feline Blees. Ja, Feline, dann sag doch selber mal noch ein paar Worte dazu. Was hältst du von dem Einspieler und stell dich selber einfach noch mal ein bisschen vor. Ja, gerne. Mein Name ist Feline Blees. Ich komme, wie ihr gerade gehört habt, aus Immenstadt im Allgäu und darf da Stadträtin und Wirtschaftsreferentin sein. Ich engagiere mich jetzt schon seit einiger Zeit in der JU und darf jetzt auf Platz 13, wie wir gehört haben, für die Europäische Union, für das Europaparlament kandidieren und freue mich schon mega stark auf den Wahlkampf. Ja, also ich habe natürlich auch noch ein paar Informationen zu dir rausgesucht. Du leitest aktuell den Fachausschuss Wirtschaft, Digitales und Infrastruktur der JU Bayern und hast vorher für 3 Jahre den Fachausschuss Soziales geleitet. Darüber hinaus bist du noch stellvertretende Bezirksvorsitzende der JU Schwaben und Stadträtin in Immenstadt im Allgäu. Jetzt trittst du auch noch auf Platz 13 für die Europawahl an. Und wie wir wissen, Nummer 13 ist die Lucky Number von Taylor Swift. Und bei der läuft es ja wirklich, wirklich gut zurzeit. Also deine Kandidatur steht auf jeden Fall unter einem guten Stern. Das hoffe ich. Ja. Also nochmal eine Frage an dich. Wieso ist es dir so wichtig, dich politisch ehrenamtlich zu engagieren? Ich glaube, in einer Zeit, wo wir so vielen Herausforderungen begegnen, ist es ganz wichtig, dass wir nicht nur protestieren, sondern auch selbst uns aktiv beteiligen am demokratischen Prozess und selbst in Parteien einbringen, unsere eigenen Inhalte entwickeln, diskutieren und selber mit anpacken. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Wie bist du zu deiner Position jetzt gekommen? Was ist so dein politischer Werdegang bisher? Mein erstes politisches Thema war tatsächlich der Internetausbau bei uns im Ort, weil wir so ein schlechtes Internet haben und ich gesagt haben, hey, da müssen wir mal was machen. Und daraus ist die Idee entstanden, dass wir ein Jugendparlament gründen bei uns in Immenstadt. Das haben wir dann gemacht. Und von da aus bin ich in die JU gekommen, in die CSU und freue mich jetzt, dass ich als Stadträtin und als Wirtschaftsreferentin in Immenstadt selber ein bisschen die Kommunalpolitik mitgestalten darf. Ja, da hast du also mit deinen 25 Jahren erst schon einiges geschafft und ist wirklich beeindruckend, was du bisher alles schon geleistet hast. Und deswegen freuen wir uns natürlich, dass du jetzt für Europa kandidierst. Danke. Unsere Follower auf Instagram haben einige Fragen an dich als Kandidatin. Weil viele wissen nicht, was sie sich darunter vorstellen sollen, wenn du als junge Frau für Europa kandidierst. Deswegen suchen wir jetzt mal ein paar Fragen raus und du darfst die jetzt beantworten. Gerne. So, erste Frage. Was wähle ich genau am 9. Juni in der Europawahl? Ja, am 9. Juni finden die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Das heißt, wir wählen unsere Vertreter, die aus Bayern, aus Deutschland kommen und unsere Meinungen, unsere Interessen, hoffentlich auch gerade unsere jungen Interessen, im Europäischen Parlament in Straßburg und in Brüssel dann vertreten sollen. Ich denke, das beantwortet ganz gut, warum die Europawahl vor allem für uns junge Menschen so wichtig ist und warum wir am 9. Juni alle zur Wahl gehen sollten. Nächste Frage. Was stellt die größte Herausforderung für dich persönlich während des Wahlkampfs dar? Die größte persönliche Herausforderung? Ich glaube, die größte Herausforderung jetzt zur Europawahl ist,
die Menschen davon zu überzeugen, wie wichtig es ist, da wählen zu gehen. Wir treffen fast jedes Jahr Wahlentscheidungen, fast jedes Jahr findet eine Landtags- oder Bundestagswahl statt. Und die Europawahl ordnen wir oft als die vielleicht noch am wenigsten wichtigsten dieser Wahlen ein. Ich bin der andere Meinung und ich möchte vor allen Dingen kommunizieren, dass sich die Europawahl jetzt nicht gerade als Protestwahl eignet. Das heißt, die größte Herausforderung ist, die Menschen zu mobilisieren, für Europa zu begeistern und dann tatsächlich auch am 9. Juni zur Wahlurne zu bewegen und damit jeder von uns wählen geht. Das hört sich natürlich noch nach einigem Arbeitsaufwand an. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass sich dein Einsatz lohnt. Und wer weiß, vielleicht besuchen wir dich ja schon bald in Brüssel in deinem eigenen Büro. So, dein politischer Themenschwerpunkt ist ja das Thema Wirtschaft. Dieser Bereich ist besonders für uns als junge Generation sehr wichtig. Und viele junge Leute haben auch Angst, wenn sie in die Zukunft blicken, was mit unserer Wirtschaft ist oder einfach generell Zukunftsangst, wie es mit uns und unserer Wirtschaft in Zukunft weiterläuft. Frage an dich. Brauchen wir für ein erneutes Wirtschaftswachstum in Deutschland die Europäische Union? Was sagst du da dazu? Ja, auf jeden Fall brauchen wir die. Wir haben in der Europäischen Union einen gemeinsamen Binnenmarkt. Das heißt, der Transfer von Waren und Dienstleistungen unter den EU-Ländern ist frei. Genauso wie du und ich jetzt über unsere benachbarten Grenzen einfach drüber laufen können, ohne dass uns irgendjemand aufhalten würde, findet auch der Austausch von Waren und Dienstleistungen über diese Grenzen statt. Und das ist für uns brutal wichtig. Aber wir brauchen uns auch gegenseitig. Bayern alleine ohne den Rest von Deutschland wäre die sechstgrößte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Das heißt, wir brauchen unsere internationalen Partner und wir müssen einfach schauen, dass in dieser globalisierten Wirtschaftswelt, die wir heute haben, dass wir international möglichst eng zusammenarbeiten und möglichst viel mit unseren anderen EU-Mitgliedstaaten kooperieren. Wow, das hast du gut zusammengefasst. Was macht dann die Europäische Union genau für unsere Wirtschaft? Also ich finde, dass wir in der Europäischen Union aufpassen müssen, dass wir weniger regulieren. Gerade im Zuge des Green Deals, der die letzten Jahre sehr taktgebend war für unsere europäische Politik, haben wir Unternehmen sehr stark reguliert. Und da, finde ich, sollten wir nochmal schauen, dass wir uns jede Regelung nochmal anschauen und entscheiden, ob wir diese Regulierung wirklich brauchen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, eine gemeinsame Grundlage zu haben. Gerade bei so spannenden Fortschrittsthemen wie künstliche Intelligenz ist es wichtig, dass wir alle im selben Rechtsrahmen, alle auf derselben Grundlage arbeiten. Und da hat die Europäische Union jetzt vor kurzem erst den AI Act, quasi die Gesetzgebung für künstliche Intelligenz in der Europäischen Union, geschaffen. Da gibt es natürlich verschiedene Interessen, wenn so Gesetzesvorhaben auftreten. Auf der einen Seite möchten wir natürlich nicht, dass unsere Daten frei verkäuflich an verschiedene Unternehmen gehen, ohne dass wir das wissen. Mhm. Und auf der anderen Seite möchten Unternehmen möglichst viel Fortschritt erzielen. Und daher kommt natürlich auch unser Wirtschaftswachstum. Und da gilt es, einen gewissen Ausgleich zu finden, Kompromisse zu finden, ganz, ganz wichtig. Und ich denke, beim AI Act ist es sehr gut gelungen. Wow, cool. Bist du ja richtig informiert schon in den ganzen Themen. So, und welche Rolle spielt dann die EU genau für Jungwähler oder auch Erstwähler im Alltag direkt? Wir sehen die Regelungen der Europäischen Union ganz oft bei uns ankommen. Denk mal zum Beispiel an unsere Handys. Die werden in Zukunft einheitlich USB-C-Ladekabel haben. Das heißt, hier noch den alten Anschluss. Ja, meins auch. Aber das nächste iPhone zum Beispiel, das wird USB-C schon haben. Oder ich war so, ich glaube, 16, 17, als das Roaming innerhalb der Europäischen Union abgeschafft wurde. Das heißt, heute merkt man nicht mal mehr, dass man das Netz wechselt und es entstehen keine zusätzlichen Kosten. Das ist gerade für uns junge Menschen, wenn wir digital in Kommunikation treten, sehr, sehr wichtig. Und ein ganz, ganz bekanntes Projekt der Europäischen Union ist auch Erasmus für Studenten, für aber auch Auszubildende. Aber ich glaube, da kannst du gerade fast besser was drüber erzählen, oder? Sag mal, was du vorhast in den nächsten Monaten. Ja, ich will tatsächlich nächstes Jahr meinen Master im Ausland machen, weil ich eben ein Auslandssemester schon hinter mir habe. Ich durfte ein halbes Jahr in Schweden studieren und unter anderem halt auch mein Studium mit Erasmus finanzieren, weil alleine wäre das nicht möglich. Und da war ich sehr dankbar für die Europäische Union, weil dadurch war es halt möglich, dass ich mir eine Wohnung suche, dass ich mir Lebensmittel kaufen kann und einige Ausflüge machen kann, die Kultur besser kennenlernen. Und dabei musste ich nicht meine eigenen Ersparnisse
verbrennen oder auf die Ersparnisse meiner Eltern zurückgreifen, was viele auch nicht können. Deswegen war ich da sehr dankbar für das Erasmus-Projekt. Das ist wirklich, vor allem für Studenten, jeder, der die Chance hat, sollte das auf jeden Fall nutzen. Und da kam auch die Roaming-Sache kam da gut zum Einsatz, wenn man mal mit der Mama zu Hause telefoniert und nicht eben extra Gebühren anfallen. Aber um nochmal auf das Thema zurückzukommen, diese Gesetze werden ja alle im Europäischen Parlament beschlossen. Das stimmt. Tatsächlich werden 70% unserer Gesetze und Verordnungen kommen ursprünglich mal aus der Europäischen Union, aus Brüssel und aus Straßburg. Ja, das ist ganz schön viel. Also es ist umso wichtiger, dass wir einen Großteil im Europäischen Parlament ausmachen. Und das ist ja zurzeit Gott sei Dank der Fall. Wir sind in der EVP-Fraktion, in der Europäischen Volkspartei. Und wir machen ein Viertel im ganzen Europäischen Parlament aus. Wir stellen sogar die Präsidentin, Roberta Metsola. Also, und umso cooler, der Parteivorsitzende und Fraktionsvorsitzende ist der Manfred Weber und der kommt aus Niederbayern. Also, und wer es noch nicht weiß, die Julia, die kommt auch aus Niederbayern. Genau. Also umso besser, dass wir wirklich von den kleinsten Regionen bis nach oben vertreten sind. Das beruhigt einen doch. Gut, dann lass uns doch gleich zum vorletzten Segment dieses Podcasts übergehen, den Fake News der Woche. Also, was sagst du dazu? Ich sag dir jetzt einfach mal, ich habe mir eine beliebte Falschinformation rausgesucht und ich möchte einfach mal hören, was du dazu sagst. Mhm. Viele Leute behaupten ja leider immer, die Jugend wählt grün oder wählt nur grün. Was sagst du dazu? Ja, das stimmt auf jeden Fall so nicht, auf gar keinen Fall. Wir haben es jetzt zur Landtagswahl im Herbst gesehen. Da haben 22% unserer 18- bis 24-jährigen Wähler die CSU gewählt. Das ist die stärkste Kraft auch in diesem jungen Alterssegment schon gewesen. Und erst dann kamen die Grünen mit 18%. Und noch ein Unterschied, Gott sei Dank. Absolut. Was natürlich richtig ist, dass vielen jungen Menschen die Bewahrung der Schöpfung, der Klimawandel am Herzen liegt und deswegen vielleicht vorschnell ihr Kreuz bei den Grünen gemacht haben. Ich habe aber die Erfahrung gemacht im Gespräch mit jungen Menschen, dass die dieselben Herausforderungen beschäftigen wie uns alle. Da geht es einerseits um den Klimawandel, aber auch um unser Wirtschaftswachstum und die Zukunft unseres Wohlstands, aber auch außenpolitisch unsere Sicherheit. Und ich glaube, auf all diese Fragen müssen wir Antworten finden und die gut erklären. Da kann es natürlich sein, dass einige Parteien mit sehr einfachen Antworten versuchen, diese junge Generation zu begeistern. Und da ist mein Appell einfach an die junge Generation, sich nicht zu leicht vor den Karren spannen zu lassen von populistischen Parteien, sondern sich eingehend mit den Themen zu beschäftigen, in die Diskussion zu gehen und dann am 9. Juni auch tatsächlich zur Wahl zu gehen und demokratische Parteien zu wählen. Also, wie du gerade gesagt hast, es sind komplexe Fragen und komplexe Probleme, die keine einfache Lösung, oder es gibt nicht die einfache Lösung. Deswegen ein bisschen mitdenken und nicht einfach auf die einfachste Lösung hereinfallen. Richtig, ja. Gut, dann gehen wir zum Schluss, zum Ende über. Wir wollen dir jetzt nochmal Zeit geben, uns und unseren Hörern zu erklären, was Europa für dich persönlich bedeutet. Und weil Politiker immer gerne ein bisschen länger reden wollen, kriegst du genau 30 Sekunden. Und die Zeit, die stellen wir jetzt mal gleich am Handy ein. Sehr gut. Dass wir hier schreien dann einfach mit dabei sind. So, die Zeit läuft ab jetzt. Wir leben in einer Welt, in der wir immer mehr Herausforderungen begegnen müssen und in der der Ton in der Lösungssuche für diese Herausforderungen auch immer, immer rauer wird. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir die europäischen Werte Frieden, Freiheit, Sicherheit in den Fokus rücken und über den Tellerrand hinausschauen. Wir müssen international zusammen mit unseren anderen EU-Staaten Lösungen finden. Und diese 70% unserer Gesetze, die aus der Europäischen Union kommen, da brauchen wir einfach Leute von vor Ort, die unsere Anliegen kennen, unsere jungen Anliegen kennen, die Europäische Union und europäische Politik mitgestalten. Deswegen am 9. Juni wählen gehen. So, was glaubt ihr, wie lange das war? Ich sag 32 Sekunden. Es waren 40 Sekunden, aber Oh Gott. Das ist natürlich alles noch im Rahmen. Wir kennen da ganz andere Kaliber, die gerne übers Ziel hinausschießen. So,
Liebe Feline, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Mir hat das Gespräch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Sehr, ja. Danke für die Einladung. Ja, wir wünschen dir natürlich nur das Beste für die Wahl und noch ganz viele Nerven für die kommende Zeit und für den Wahlkampf. Vielen Dank. Dankeschön. So, und natürlich auch ein herzliches Dankeschön an euch Hörer da draußen. Wir hoffen, euch hat das Gespräch genauso gut gefallen wie uns. Bleibt dran für mehr interessante Podcasts. Es folgen jetzt bald noch mehr Interviews mit anderen Kandidaten. Und ja, wir wollen einfach weiter diskutieren, wie wir Bayern und Europa voranbringen können. Servus und bis bald.